Willkommen zurück bei Pauls Doppelblock aus Berlin. Für euch gibt es heute eine Special Edition. Wir switchen nach Heidelberg zur Frauennationalmannschaft. Mädels, übernehmt ihr? Danke, Paul. Heute sind wir am Olympiastützpunkt im schönen Heidelberg. Ich bin die Magda, Zuspielerin und seit diesem Jahr ganz in der Nationalmannschaft. Heute nehme ich euch mit zur Kraft-Leistungsdiagnostik und dann schauen wir mal, was die Mädels so treiben. Wir befinden uns hier im Kraftraum vom OSP in Heidelberg. Neben mir steht Lenka Dürr. Lenka, die Vereinssaison ist vorbei, Nationalmannschaft geht los. Worauf freust du dich denn am meisten? Klar, halt erstmal wieder alle Mädels treffen, das Trainerteam wieder richtig gut trainieren auf hohem Niveau. Ich bin ja ganz neu in der Nationalmannschaft. Gibt es denn Rituale in der Nationalmannschaft für die Neuen, von denen ich nichts weiß? Ja, Paula, du wurdest ja schon ins kalte Wasser geworfen hier. Ja, du darfst hier gleich mal moderieren. Wir sind hier bei der Kraftdiagnostik. Lena, in welchen Bereichen werden wir denn eigentlich so getestet hier? An für sich alle großen Muskelgruppen. Um einfach zu sehen, haben wir große Stärken, Schwächen, große verschiedene Ausprägungen links, rechts zum Beispiel. Gibt es denn bezüglich der Zimmereinteilung irgendwelche Regeln? Macht es Felix als Trainer oder dürfen wir uns das selbst aussuchen? Das dürfen wir die letzten Jahre immer selbst aussuchen, auch dieses Jahr. Ich denke, einige haben sich einfach schon gefunden über die letzten Jahre. Ich bin zum Beispiel mit Jennifer Petke auf dem Zimmer, war auch in der Saison mit ihr und den Sommer davor. Das heißt, wir sind ein eingespieltes Team. Berge oder Meer? Berge. Berge. Stadt oder Land? Land. Land. Kreuzfahrt oder Campingplatz? Dann doch eher Kreuzfahrt. Campingplatz. Schokolade oder Chips? Schokolade. Ehrlich. Schokolade, Schokolade. Schoko. Mathe oder Deutsch? Deutsch. Deutsch. Und 3x14 ist? 42. 42. George Clooney oder Brad Pitt? George Clooney. George Clooney. Annahme oder Zuspiel? Kann ich jetzt Zuspiel sagen als Annahmespieler? Annahme. Zuspiel. Platziert oder Vollgas? Vollgas. Vollgas. Pritschen oder Baggern? Ich gebe mir Mühe beim Baggern. Pritschen. Baggern oder angebaggert werden? Angebaggert werden. Angebaggert werden. Neben mir steht der Thomas, der Mann vom Fach, wenn es um Kraftdiagnostik bzw. Auswertung geht. Thomas, was ist denn das Ziel, also das eigentliche Ziel einer Leistungsdiagnostik? Ja, in dem Fall wollen wir jetzt die Kraftleistungsfähigkeit von den Mädels feststellen. Das machen wir hier an einem isogenetischen Testsystem, um verschiedene Gelenke, verschiedene Muskeln abzutesten und daraus dann die Trainingspläne für die nächsten Monate zusammen mit den Athletiktrainern zu erstellen. Und was wird denn hier eigentlich gemessen, beziehungsweise wie läuft denn eigentlich so eine Messung ab? Also wir haben in der Regel 10 verschiedene Gelenke, die wir abtesten, von Schulter über Rumpf, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, teilweise 2 verschiedene Geschwindigkeiten, um festzustellen, ob irgendwelche Dysbalancen zwischen Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite zum Beispiel, zwischen der rechten, zwischen der linken Seite bestehen, und das kommt dann alles in den Trainingsplan mit rein. Und jetzt bitte ganz ehrlich, in welchen Muskelpartien bzw. Fähigkeiten sind denn Männer schlechter als wir? In der Beweglichkeit der Hüftrotation. Das sind die Jungs eine Katastrophe, also da geht überhaupt nichts. Und da kann man bei den meisten Mädels von normalen Beweglichkeiten ausgehen. Super, vielen Dank für den Einblick. Ja, wir haben heute ein kleines Quiz vorbereitet mit vielen verschiedenen Fragen rund ums Volleyball. Zu meiner Linken spielt Maren und Barbara, auch genannt Team Klugscheißer. Zu meiner Rechten Kimi bzw. Kimberly und Lena im Team Youngster. Das heißt, jung gegen ganz jung natürlich. So, erste Frage. Wer wurde 2017 Volleyballerin des Jahres? Easy. 3, 2, 1. Ja. War anscheinend zu einfach die Frage. Bereit, zweite Frage. Welche Schuhgröße, bezogen auf meine Hallenschuhe, habe ich?
3, 2, 1. Ja! Genau auf den Punkt, ja. Leider 43,5 Schuhe finden ist natürlich nicht so einfach. Nächste Frage. Wessen Verein ist am weitesten von Heidelberg entfernt? Nur den Namen der Spielerin reicht. Okay, 3, 2, 1. Was ist die Hauptstadt von Japan? Beide Antworten aufgeschrieben. 3, 2, 1. Und welches Gefühl? Richtig oder falsch? Sicher wegen Osaka oder Tokio. Tokio ist richtig. Beide ein Punkt. Kommen wir zur fünften Frage. Kleine Schätzfrage. Wie viele Länderspiele hat Jennifer Gerties? Beide Antworten. 3, 2, 1. Links. Links ist näher dran. 84 Länderspiele hat Jennifer Gerties. Liebe Grüße. Nächste Frage. Renate Rieck ist Deutschlands Rekordnationalspielerin. Mit wie vielen Spielen? Auch sehr gute Schätzfrage. 3, 2, 1. Und rechts ist näher dran. Renate Rieck hatte 518 Länderspiele, ja. Siebte Frage. Wie viele Tage ist Felix Kozlowski im Amt als Bundestrainer? Einmal aufdecken, bitte. Und? Ja, dieses Jahr war es sehr auffällig, dass viele neue dabei sind und diesen frischen Schwung können wir, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Schokolade oder Chips? Was ist eine Frage? Ganz ehrlich, wer ist der Fitteste im Trainerstab? Ja, ich. Ziel ist es quasi mit den Stäbchen, diese Tischtennisbälle von einem Gefäß zum anderen transportieren.